Hallo und herzlich willkommen, die Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus dem Niemandsland. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns auf dem Weg mit der ersten Ladung Kühe vom Hof Dachsauer zum Hof Wolf. Ich habe jetzt noch in der letzten, nach der letzten Folge ein bisschen miteinander telefoniert. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Jetzt kann ich es eigentlich sehr sagen. Verkaufen werden wir oben den Hof nicht. Wir werden ihn verpachten mit dem Grundstück komplett, wie er ist. Und kriegt dann von anderen Bauern ein bisschen eine Pacht. Der wird den Server nicht, also den Hof wird er halt als Pension nützen, weil es war ja eine Pension. Und ja. So viel zu denen. Sojabohnen sind auch erntereif. Schauen wir mal, ob wir es in der Folge noch hinkriegen oder nicht. Wundert mich, hab ich nicht gesagt, dass die erst im Frühjahr reif waren, Sojabohnen. Na, sind jetzt reif. Ah, gut. Ja, jetzt müssen wir die ganzen Geräte holen von oben. Damit das dann die nächsten Tagen der neue Pächter einziehen kann. Verpachten ist immer nur besser als wir verkaufen, weil beim Verkaufen kriegen wir einmal Geld und bei der Pacht kriegen wir mehr Gelder. Ah, natürlich fahre ich ins falsche Tor rein, gell? Ja, ein bisschen Mischfutter habe ich auch schon gekauft. Wir müssen ja, nicht nur die Tiere wegholen, wir müssen ja auch die Hühner oben abtanken. Und die suchen. Zuckerrüben, glaube ich, sind auch jetzt schon erntereif. Da kommt jetzt wieder alles auf einmal. Da kommt jetzt alles wahrscheinlich auf einmal. Ja, da kommt jetzt alles auf einmal. Das heißt, wir schicken da gleich einen Helfer los, während dass wir hier
glaube ich, unser eigenes, gell? Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich Schneidwerk hingestellt habe. In mein Schneidwerk hingestellt. Gute Frage, nächste Frage. Da steht der Striegel. Aber jetzt ist es noch zu dunkel. Hätte ich einen Tag warten sollen, nur mit dem Dazukappen. Er ist ja gleich. Die Produktion läuft. Geld geht rein. Ah ja, apropos Produktion. Zuckerrüben müssen wir umstellen. Die Zuckerrüben müssen wir umstellen auf Verteilen. Hier wird schön umbeginnt in die Fabrik. Da geht's auf. Da geht's auf. Ich weiß nicht, wie lange das die Umstrukturierungen gehen werden. Also das sehen wir dann am Ende der Folge. Wie weit das wir kommen. Also jetzt einmal sind noch 5 Kühe oben. Die holen wir jetzt dann gleich an. Dann müssen wir den Frontlader müssen wir holen. Die Gülle müssen wir holen. Oder die so, je nachdem wie man es nimmt. Alle 5 einladen, dann sind hier
Wir sind hier mal entladen. Liter. Da haben wir das Mähwerk, der Lodiwong. Hops. So. Was haben wir da noch? Stroh und Heu haben wir da noch drin. Nehmen wir gerade den jetzt auch gleich mit durch. So, da müssen wir überlegen. Im Frühjahr oder jetzt verkaufen wir die Kombi und kaufen uns dann ein Butterfly. Also ich habe jetzt hier für die PlayStation habe ich keinen Season Pass 2. Den habe ich nur für den PC. Deswegen habe ich auch die ganzen DLCs, die ich müsste die mir dazu kaufen. Werde ja für die PlayStation nicht machen, weil ich werde nicht zweimal zahlen. So. Ich platziere das jetzt einfach einmal daher. So. Man müssen die volle Zeug nehmen. 16 von 45 Kühe sind jetzt drin.
So. Motor mal. Mischfutter. Stroh haben sie noch genug. Heu brauchen sie. Ich sehe schon, was ich wo mache, als erste Fuge mitnehmen. Und das ist dann das Heu. So. Aber meine lieben Sportsfreunde, der war so ein bisschen jetzt traurig ist, weil er sich gehofft hat, wir machen da ein Bergbauernprojekt. Sag niemals nie, gell? So, 49.000 Liter Hai. Haben wir unten drei Traktoren, zwei schwache, einen starken. Zwei schnell, einen langsam. Krank, in der Folge bauen wir auch was. So, wir schauen, dass wir das Dorf weiter ausbauen. Wir sind ja so eine Art Bürgermeister von dem Niemandsland. Wie sehe ich mir jetzt dazu? Auserkoren, dass ich den Job übernehme. So. Genau, in die falsche, wieder mal ins falsche Tier reingefahren. Dann, während das ist Orland, bauen wir gleich.
Und wo ich glaube, dieses Haus haben wir noch nicht. Das bringt uns immerhin 8.000 im Monat. Und dann da mal ein bisschen malen. Ein wenig malen. So, jetzt müssen wir schauen, da ist das Ohrhaus. So, dann tun wir da gleich ein bisschen asphaltieren, da jetzt zum Beispiel so. Wenn wir schon das Geld haben. So. Und jetzt um den Weg durch, ich kann mal asphaltieren. So. Schaut das schon ein bisschen ohne Stoß.
So, da. Ja, die schaut besser aus jetzt halt einmal. Ja, da lassen wir die Grünstreifen oder macht man auch weg. Macht man auch weg. So. Das passt gut. Ja, das passt gut. So. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Da holen wir jetzt das restlose Heu. Tiere haben wir ja nicht. Ich glaube, ein Gerät ist nur oben. Ich glaube, der Binder ist nur oben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das ich verbracht habe, dass ich den Weg. Ich glaube, ich habe es eh im Video gesagt, einmal, wie viele Stunden, dass ich an den Weg zurückgetüftelt habe. Aber es ist ja dann mal so, wir müssen jetzt auf Profit gehen. In dem Projekt. Nutzt nichts. Und wir müssen für die Schulden noch erkennen. Und so ein lässiger Hof da herum gefällt mir persönlich richtig gut. Sonst hätte ich ihn nicht gebaut. Sonst hätte ich ihn ja wahrscheinlich gar nicht gebaut, wenn er mir nicht gefallen hat. So, das ist jetzt der letzte gewesen.
Nahrung ist nur Rinder, ja, aber Milch. So. So, jetzt hat. Und nicht kippen. Arme müssen wir nach vorne und dann kann man Stroh aus Silage reinhauen. Könnte man dies für da eigentlich erweitern noch hat, wenn man das Holz wegtannt. Dann könnte man dies eigentlich aus Großfläche machen. Oder wo die Zuckerrüben sind. Was haben wir denn im Angebot? Was wir nicht brauchen. Sind es voll? Kapazität ist erledigt. Jawohl. Oder Kipper-Silo.
So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich weiß, dass nur 17.000 Liter Stroh-Omis. Mist ist oben. 13.000 Liter. Aber das wäre jetzt so für mich holen. Schauen wir uns da diesen mal ein bisschen so. Nächstes Haus haben wir. Wo wir Geld verdienen. Grundstück werden wir kaufen, da unten nachher da. Da haben wir dann auch. Ist cool. Das ist richtig cool gemacht. So. Schauen wir uns da einer in die Produktion. Zuckermehl braucht man. Da könnte die eigentlich dann ein bisschen an Weizen kaufen, dass man da wieder nachkommend oder zumindest da ein bisschen Mehl kaufen, dazu kaufen, dass die Produktion hier anfängt. Aber na gut, mein Spaß, wenn in der nächsten Folge müssen wir unbedingt Zuckerrüben machen. Zuckerrüben, die Sojabohnen müssen wir abernten und ja, noch habe ich eh schon wieder mit dem Ansehen vom Grasauffanger. Jetzt haben wir einen Hof. Oben kriegen wir dann die Pacht oder vielleicht verkaufe ich ihn auch um. Muss ich mir jetzt nicht überlegen. Aber jetzt im Moment wird die Pacht eher sein. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Niemandsland weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergisst es mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem im Spaß, Freunde. Das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.